Hallo Reste. Hallo. Wir fangen mal an mit dem Trotzkopf. Zweite Folge, das Gespenst vom Apfelbaum bei Dreamland Productions. Dein Solo, ich hab's nicht gehört. Hast nichts gehört, du hast auch nichts verpasst. Ja, ich habe immer noch die Schwierigkeiten wie bei der ersten Folge. Es war ja auch zu erwarten, also man hat die ja, schon aufgenommen gehabt, beziehungsweise schon alles fertig gehabt, als der erste Teil mir ans Gehör gedrungen ist. Ja, es geht immer noch um unsere Ilse, die auf dem Internat ist und ja, da ihr ein typisches Internatsleben durchstehen muss. Ja, es ist zum Ende hin, ich sag mal so, wird's deutlich besser. Also es zeichnet sich Licht am Horizont ab, es wird interessanter und es wird vor allen Dingen nicht mehr so altbacken. Am Anfang fand ich es furchtbar, also als es darum ging, den Willen Ilses zu brechen, die sich da entschuldigen soll und man also unbedingt eben ihr diesen Trotzkopf etwas entgegensetzen möchte, das finde ich so furchtbar. Also das ist so aus der Zeit gefallen und das ist halt eben sowas, warum ich sage, so eine Hörspielserie braucht heute keinen Mensch mehr, weil das halt einfach so altbacken ist und ein solches Erziehungsbild zeigt, was heute einfach überhaupt keinen Sinn mehr macht. Also überhaupt, das ist überhaupt nicht ansatzweise zeitgemäß. Also man wiederholt ja auch keine siebte Sinnfolgen aus den 50er Jahren, wo erzählt wird, die Frau kann nicht einparken und deswegen muss man da Rücksicht nehmen. Also von daher verstehe ich nicht, warum man das macht. Aber wie gesagt, am Ende wird es ein bisschen besser, da kriegt es einen leichten Touch. Aber der Anfang, ich fand, also zwischendurch habe ich echt gedacht, das kann echt nicht wahr sein, dass heute noch einer auf die Idee kommt, sowas allen Ernstes als Hörspiel auf den Markt zu bringen. Tut mir leid, also da versteht mir jedes Verständnis für. Das ist dermals 18. Jahrhundert. Ich meine, es funktioniert ja auch bei Anne of Green Gables anders. Also das funktioniert ja auch, aber wenn man da nicht neue Ideen drin hat, ich weiß es nicht. Also das hätte man irgendwie anders lösen müssen. Also wenn man es schon machen will, dann bitte anders, aber nicht so. Nee, also kann ich nicht guten Herzens empfehlen. Jo, ja, dann ist das so. Ja, genau, ist es so. Geisterschucker, Folge 53, die gab es auch im April. Das blutige Zeichen der Hexe. Ja, ein Rechtsanwalt vertritt eine Jugendfreundin vor Gericht, die angeklagt ist, ihren Mann, umgebracht zu haben. Aber es ist dann doch nicht alles so, wie es scheint. Und dann wird das Ganze noch schön gruselig, wie man sich das erwartet. Ja, alles in Ordnung, aber so richtig geflasht hat mich das nicht wirklich. Ich fand auch, es war so eine solide Geisterschocker-Folge, aber es ist nichts drin gewesen, wo ich sage, das muss ich nochmal hören, das war so super. Also, nee. Marc Schüler in der Hauptrolle hat mir gefallen. Ja, das stimmt. Aber so. Es hat halt nichts Besonderes. Also. Nee, es ist halt wirklich so eine 0815 Geisterschocker-Story, ja. Aber, also, muss er immer abgrenzen. Es gab natürlich weitaus bessere Folge, aber es gab weitaus schlechtere Folgen. Deswegen ist das ein, solider Eintrag trifft es, glaube ich, am ehesten, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man sowas mag, ist es auch okay. Wir sind jetzt eh nicht so die riesen Geisterschocker-Fans, aber wer sowas mag, so einfache Spukgeschichten, ist hier goldrichtig damit. Also, das ist schon okay. Genau. Ja. Ja, Lego City, Folge 14, die hast du gehört. Die habe ich gehört, als alter Lego City-Fan, na klar. Unsere zwei Reporter sind unterwegs und interviewen bzw. begleiten die Abrissexperten in Folge 14. Wettlauf gegen die Zeit hat ja immer zwei Titel. Ne? Das erste sortiert immer ein, wo sind wir, wen gucken wir uns an, und das zweite ist dann quasi das, was passiert. Wettlauf gegen die Zeit, man kann sich ja fast schon vorstellen, Abrissexperten, ja, es ist natürlich hier, man drückt aufs Knöpfchen und da explodiert dann irgendwas und vorher sind welche in Lebensgefahr, die da rauskommen sollen. Also das ist es dann auch im Endeffekt. Aber ist ganz lustig, weil da steckt nämlich auch noch ein Verbrechen drin. Es geht nämlich um eine alte Lackfabrik, die in die Luft gesprengt werden soll. Und da sind, man ahnt es fast schon, Fässer versteckt. Das kennt ihr. Wie schön in den 80ern, ja. Giftfässer. Hui. Da stecken eben ein Oberverbrecher dahinter und der holt sich auch noch die typischen Handlanger, und diese Handlanger kennen wir schon aus diversen anderen Lego City Folgen, die nicht die Bleachesten sind. Okay. Das hat durchaus Humor, ist natürlich extrem platt auch, aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, ich erwarte jetzt da auch keinen Ultra-Tiefgang. Das Ganze ist witzig gestaltet, sehr lebendig gesprochen und hat Charme. Und das kann man sich sehr gut anhören. Zählt jetzt auch nicht zu den besten Folgen, aber ist halt hier durch die Lebensgefahr, die da ja über den Protagonisten schwebt, hat das wirklich Schmiss und ist aber auch an manchen Stellen so albern, dass man denkt, ja, also der Polizist, dem da mehrfach auf dem Klo sitzend und mit dem Kran dann das Klo rumgeschwenkt wird. Ich meine, das passiert mehrfach. Ja.
Ist okay. Das ist so ein bisschen wie Dr. Brock das Pupspulver. Ah, okay. Aber es ist völlig in Ordnung, weil das Ganze ist sehr lebendig gestaltet. Es ist Frank Gustavus dahinter, deswegen ist da rein hörspieltechnisch alles in Butterzucker. Ja, kann man sich sehr gut anhören, macht Spaß. Super. Mehr davon, Lego City ist sehr hörenswert, immer noch. Ja, dann gab es eine neue Folge von Mord in Serie. Folge 17, Terror hinter Gittern. Bei Contendo Media ist das Ganze erschienen. Wie der Titel schon vermuten lässt, man begibt sich in das Gefängnis. Zieht keine 1000 Euro ein. Zieht keine 1000 Euro. Ich war angenehm überrascht, muss ich sagen. Also eine super spannende Folge, die mit einigen guten Twists aufwarten kann. Ja. Die wirklich bis zum Ende der Spielzeit den Hörer in Atem schlägt. Und das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Es ist vielleicht ein bisschen, ich sag mal, so eine kleine 3 auf der unheimlichen Drache-Skala mit der Motivlage. Aber das ist, will ich gar nicht mal so kritisch sehen, weil diese Folge mich von Anfang bis Ende total super unterhalten hat und ich total viel Spaß damit hatte. Und gerade das Ende macht es dann nochmal so richtig schmackhaft und ich bin wunschlos glücklich. Ebenso. Also in der Qualität gerne, gerne mehr. Ebenso, wie schon Tod über den Wolken. Ja. Richtig, richtig gut. Die Serie ist sehr, sehr gut. Also durchweg, wirklich. Also gerade mit den letzten Folgen, Hut ab Contendo und sehr gerne mehr davon. Wir freuen uns schon auf Krypta, kommt ja. Ja, ja, dann hätte ich noch was im Radio. Ja. Ich weiß, hast du das gehört? Leider nicht. Du hast mir ja gesagt, ich soll es hören. Genau, ich hätte gesagt, dass du das hören solltest, weil für mich war das garantiert nichts. Ich habe in einer Viertelstunde ausgemacht, deswegen möchte ich es auch noch kurz erwähnen. Orpheus in der Operwelt, eine Schlepperoper. Gut, man hätte sich denken können, dass da gesungen wird. War abzusehen, war irgendwie klar. Ich fand es nur so furchtbar. Und ich fand es teilweise auch zu, also was ich bis dahin gehört habe, so platt in den Klischees gewühlt, dass ich dann gedacht habe, nee, das soll doch bitte Martin übernehmen. Hat er natürlich nicht gemacht. Böse. Ja, so ist es halt. Böse. Das nächste Nein. Mal, ja. Nein, es war wieder so, es ist eigentlich wie immer, dass ich es in der letzten Woche dann so dermaßen fürchterlich drängt, dass man echt nicht mehr weiß, wie man das alles reinstopfen soll. Wenn wir einen Orcast aufgenommen haben, dann läuft das so locker flockig vor sich hin und man hört sich so leicht da rein und dann am Ende ist dann doch irgendein immenser Haufen von Hörspielen noch da liegt, wo man dann nicht mit klarkommt. Und vor allem, also ich mache das immer so, dass ich am Anfang dann immer erst so ein, zwei Mehrteiler. Ja, genau, dann kommen erstmal die langen Sachen. Ja, das zieht sich halt dann immer und das anderes wird halt dann zum Schluss hingedrängt. Ja. Also es würde mich mal interessieren, also wenn jemand da draußen Orpheus in der Oberwelt hört oder gehört hat, unbedingt mal schreiben, wie ihr es fandet. Ich habe bisher nur eine Meinung dazu gelesen und die kam aus einer Richtung, wo ich dann gedacht habe, ja komm, ist okay. Also, das würde mich noch mal interessieren. Also, das fand ich schon sehr, sehr schräg und sehr, sehr platt. Also beides platt und schräg zusammen. Ja, also gar nicht meine Welt. Überhaupt nicht. Kam die Meinung aus der Kaka-Ecke? Ja. Okay. Ja. Ja. Machen wir ein anderes Fass auf. Genau. Und zwar gab es eine neue, oder den Serienstart einer neuen Serie von Contendo Media. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Im April war das Ganze. Potzblitz, die Zauberakademie. Und zwar mit Folge 1, ein zauberhafter Anfang. Und mit Folge 2, die verhexte Mitternachtsparty. Die Hani und Dani Gedächtnisfolge. Genau. Ja, Potzblitz. Wir haben uns ja schon gedacht, dass es relativ inspiriert sein wird von Harry Potter. Dem ist dann auch so. Wie bei allem, was so in diesem Dunstkreis in den letzten Jahren aufgetaucht ist, ist ja ganz viel oft Anleihen geholt worden bei Harry Potter. Hier macht man es also schon extremst deutlich. Man holt also quasi Hogwarts in ein Hörspiel hinein und hat allerdings nicht so die Hauptfigur, also so eine prägnante Hauptfigur, sondern auch eher so eine Gruppe. Ja. Ja, ich fand das also mal losgelöst davon, also wenn man so den Harry Potter weglässt, bleibt zwar nicht mehr viel übrig, aber es war dann so eine nette Folge. Aber jetzt auch nichts, wo ich gesagt hätte, oh, das war jetzt also unbedingt wichtig, dass das nochmal als Hörspiel gemacht wurde. Es war nett, aber ich hätte mir irgendwie so einen originellen Kniff irgendwie gewünscht. Ich weiß nicht warum, aber, also ich weiß nicht, bei man hat ja auch schon mal mit Team Undercover eine Jugendserie gemacht. Hier, die ist natürlich jetzt ein paar Jahre drunter, aber ich hätte mir da so eine Eigenständigkeit oder sowas Besonderes irgendwie schon gewünscht. Oder? Vielleicht muss man sich aber auch erst finden. Bei Team Undercover war es ja auch so. Kann auch sein, stimmt. Da hat man ja auch den ersten Anlauf, war ja nicht so toll und dann danach, als man einen Restart hatte, kam das erst richtig. Ja, Folge 1, also geht halt auch schon viel Spielzeit drauf, dadurch, dass man halt erstmal das ganze Brimborium drumherum erklären muss,
man dann halt nur einen relativ kleinen Teil für den Plot hat. Folge 2 ist dann da schon ein bisschen anders. Da hat man dann schon mehr Raum für eine Story, die dann aber auch ja so eine eigentlich normale Internatsfolge ist. Mhm. Also das ist jetzt mit der Mitternachtsparty, da ist klar, da sind halt diese Zauberelemente mit drin, die dann halt auch eine Rolle spielen. Aber so vom Grunde her, vom Ablauf her, die Probleme, die es da gibt, sind ja hauptsächlich auch die, die Honey und Nanny, fünf Freunde oder wer auch immer, wer sich in so Gegenden rumturnt, auch schon auf dem ich krieg den Satz nicht mehr fertig, ihr wisst, was ich meine. Punkt. Ja. Punkt. Ja, also man bekommt schöne Sprecher, ist komisch, schöne Stimmen aus dem, ja, aus Europa-Zeiten auch noch ein bisschen serviert. Das fand ich ganz schön, das hat mir gut gefallen. Sag mal, Julie Winter ist doch die Erzählerin, oder? Ja. Ja, das ist natürlich auch schön, Julie Winter zu hören, aber auch andere. Ja, auch von der Inszenierung her ist das durchaus lebendig. Auch die Kinder machen eigentlich einen ganz guten Job, finde ich. Also die sprechenden Kinder. Ja. Die sprechenden Kinder. Oh je, es wird langsam spät. Also es ist schon unterhaltsam. Also da kann man jetzt nichts dagegen sagen. Ist jetzt auch nichts, was ich jetzt überbordend loben würde. Gerade wie die letzte von Team Undercover. Und ein bisschen mehr Eigenständigkeit wäre doch zu raten. Aber vielleicht, ja, Findungsprozess, vielleicht wird das ja noch was. Ja, jetzt helfen wir mal. Hatten wir Inga Helfrichs Rettet das Geld nicht schon mal vorgestellt? Ich glaube, ich habe es nie erwähnt. Und zwar ist nämlich Rettet das Geld von Inga Helfrich beim BR zwar erschienen, aber es gibt es mittlerweile auch auf Silberling. Es geht um eine Zeitreise in die 70er Jahre, ist es, glaube ich. Dort gab es in München direkt gegenüber von, ich glaube, Feinkost Käfer war es, glaube ich, ja, einen Banküberfall, und der schon einiges Aufsehen erregt hat, weil es plötzlich einen riesen Rummel um diese Geiselnahme, die es dann im Zuge dieses Bankraubes gab. Inga Helfrich hat sich dem Thema angenommen und hat einen Blick auf diese Story geworfen, hat einzelne Charaktere herausgeschält und die mit ihren Aussagen und mit ihren Hintergründen da quasi abgebildet. Das ist recht interessant, gerade durch den realen Hintergrund wird das sehr griffig und es sorgt für ordentliches Hörinteresse. Es ist vielleicht ein bisschen, ja, BR, ein bisschen verkünstelt, aber nur ganz leicht. Also es ist nicht so schlimm, wie man es vielleicht erwarten würde. Aber es hat halt auch so die Schwierigkeit, wo will die Story hin? Aber das ist halt auch wieder das Problem. Es gibt halt eine reale Vorlage und das steckt halt den Rahmen ab. Und insofern kann man auch nur in diesem Rahmen erzählen. Aber also könntet ihr euch gerne anhören. Es gibt es beim BR Hörspielpool und ist dort zum Download verfügbar. Rettet das Geld, hast das Ganze. Das Lustige ist, als du mir das gerade erzählt hast, habe ich auch gemerkt, dass ich das schon gehört habe. Siehst du? Tatsächlich. Ja, ich fand auch dieses Format, dieses dokumentarische Format ein bisschen merkwürdig. Das hat mich so ein bisschen gestört. Ansonsten die Geschichte selber hat was, ja. Hat kann man sich mal anhören, ja. Oh, jetzt muss ich gleich niesen. Nur zu. Ich kann ja dann schon mal gucken, ob ich noch erzähle, was wir dann noch haben. Gesundheit. Danke. Mit ja, X. Nochmal was zum Download. WDR Hörspielspeicher. Nee, gar nicht mehr zum Download. Das gab's zum Download. Na, könnte noch drin sein. Ist aber beim Label Der gesunde Menschenverstand erschienen. Und zwar Katja Brunners Von den Beinen zu kurz. Ein Hörspiel, was ja ein sehr schwieriges Thema aufgreift. Und zwar Pädophilie. Es wird erzählt aus der Sicht der Tochter, die einen übergriffigen Vater hat. Und aber trotzdem zu ihrem Vater hält und ja mit dieser Situation umgehen muss. Und ja, die Mutter ist da. Die Mutter sieht zwar den Missbrauch, aber sieht halt nicht die kriminelle Energie beim Vater, sondern hat mehr das Problem, dass die Tochter quasi als Konkurrentin zu ihr auftritt. Und das ist alles sehr merkwürdig. Es ist auch sehr, ich soll mal sagen, also es belastet einen beim Hören. Also das tut richtig weh, weil man da am liebsten reinschlagen würde in die ganze Sache. Also das ist schon harter Tobak, der da erzählt wird. Und das ist nicht für schwache Gemüter. Es ist mir teilweise auch ein bisschen zu verkünstelt. Also mir hätte es besser gefallen, man wäre auf dieser schwierigen Ebene geblieben und hätte versucht, das irgendwie realer darzustellen. Aber es verschwimmt ab und zu, läuft es so gerade gegen Ende hin in irgendwelche Richtungen, die nicht so richtig greifbar mehr sind. Das macht es ein bisschen schade und schränkt ein bisschen meine Empfehlung ein. Aber wer nicht davor zurückschreckt, auch mal wirklich starken Tobak zu hören, der sollte hier mal zuhören. Wie gesagt, es gibt's beim Label Der gesunde Menschenverstand und ist seit März schon erhältlich. Interessant, dass es auf CD rauskommt. Ja, das fand ich auch. Ja. Erstaunlich. Ja, jetzt darfst du leider gleich weitermachen, denn ich habe es ja nicht mehr geschafft, den PDAX 1 Million. Das wollten wir doch erwähnen. Wir hatten im letzten Monat schon gesagt, es gibt einen Hörspielklassiker von PDAX, 1 Million für Krawall City von Helmut Höfling. Genau.
Da hatten wir das letzte Mal schon die Vermutung geäußert, dass es sich dabei um eine Lesung handeln könnte. Dem ist so. Das haben wir dann nach der ersten Folge festgestellt und ich habe es dann auch nicht mehr weitergehört, weil, wie gesagt, das ist dann auch als Lesung, passt eh nicht bei uns in den Orcast rein. Aber wir wollen es zumindest nochmal klarstellen, weil wir es letztes Mal erwähnt haben, ist es kein Hörspiel. Ja, so, das war es schon mit unserer Reste. Ja, dann auf in die Schlussrunde, Leute. Ja.